Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full Face und auch irgendwie Full Body out of my comfort zone für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wir fangen mal von Kopf bis Fuß an. Ich trage heute beim Schminken keinen Haarreifen, weil ich mir diese fancy Haarspangen einfach mal reingemacht habe, die ich in der My Little Box drin hatte. Ich kann mich damit noch nicht so ganz anfreunden. Ich finde es hübsch, ne? Also ich finde es ganz niedlich, passt auch zu meinen blonden Haaren. Aber irgendwie, ich weiß, ist noch nicht so ganz so mein Style. Also ich weiß nicht. Vielleicht wird das im Sommer mehr werden. Mal gucken. Und wenn ich nachher mich geschminkt habe und dann auch Schmuck anlege, wird es wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Obenrum habe ich ein Crop Top, was ich bei oder von Chiquel bekommen habe. Das habe ich jetzt hochgekrempelt. Da kann man auch die Arme länger machen, theoretisch. Die sind mir, doch, das geht, ne? Aber zum Schminken, da hängt mir nachher die Foundation drin, ich kenne mich. Ja, bauchfrei ist jetzt nicht so unbedingt innerhalb meiner Komfortzone. Und Leute, das Krasseste für mich am Outfit ist aber tatsächlich meine Jeans. Denn ihr wisst gar nicht, wie lange ich keine Jeans mehr getragen habe. Die ist jetzt von Zara, habe ich mir mal geholt, als ich mit meiner Mama shoppen war. Ja, meine Schuhe sind innerhalb meiner Komfortzone. Das sind einfach Schlappen, ne? Läuft. Nee, aber das habe ich mir gedacht, einfach um mich so komplett einzugrooven. Gehört das mit dazu, dass ich das auch irgendwie, ne? Nachher werde ich auch ein paar Ketten und sowas anlegen, das werdet ihr alles sehen, aber ich muss mich halt erst schminken. Ich mag das nicht gerne, dass ich Schmuck trage, während ich mich schminke. Genau. Ja, und dann starten wir jetzt einfach mal mit der Base des Ganzen. Und dieses Video entsteht auch in Zusammenarbeit mit Beautymates. Und da habe ich auch wieder den Gutscheincode CLAUDISWELT30. Da könnt ihr 30% auf die Produkte sparen. Und ja, also ich habe einen Toner aufgetragen, eine Essenz habe ich auch in meinem Gesicht. Auch ein Creme habe ich verwendet. Und jetzt kommt zuallererst die Hyaluron Cream Lift genau zum Einsatz. Das ist diese hier. Und das werde ich als Primer-Ersatz verwenden. Aber nicht alleine, denn die kann man ja kombinieren. Das ist ja mit richtig krassen Sachen, mache ich mir immer so eine Menge in die Hand. Ist mit Moringaöl, Mangobutter und so weiter und so fort. Spendet Feuchtigkeit, macht einen leichten Lifting-Effekt und das finde ich total klasse. Ich verlinke euch die Produkte auch in der Infobox und so, ne? Dazu kombiniere ich, weil man kann das layern, man kann es einzeln verwenden, man kann es kombinieren, den AHA Glow Booster. Der ist hochkonzentriert und ist mit 12% AHA und 2% BHA. Muss man halt aufpassen, das ist so ein leichtes Fruchtsäure-Peeling. Das sollte man nicht von jetzt auf gleich komplett verwenden. Also, ne, und das ist eine neue Verpackung, nur mal so, by the way. Mehr Inhalt, gleicher Preis, finde ich klasse. Die Pipettenform mochte ich ehrlich gesagt vorher ein bisschen besser, aber da muss man halt auch sagen, dass die vorher ein bisschen komplizierter war. Und dann mache ich mir so 4 Tropfen mit in die Creme. Aber das war noch nicht alles in meiner Hexenküche morgens. Nee, das verwende ich nämlich tatsächlich morgens. Da habe ich auch noch den Selbstbräuner Booster mit DHA und Vitamin E. Denn ja, der spendet mir jetzt im Sommer so ein bisschen natürliche Bräune. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Normalerweise drehe ich diese Pipetten nämlich vorher auf. Und das macht er halt sehr ebenmäßig natürlich und so. Nach 2 bis 3 Stunden hast du direkt einen Effekt. Ich mache mir davon aber wirklich nur alle 2 Tage... einen Tropfen rein. Mehr nicht, weil ich bin ja richtig blass noch, ne? Wenn ich mehr in den Garten gehen kann und mehr braun werde, dann wird sich das noch ändern. Dann vermische ich mir das Ganze. Normalerweise mache ich danach noch so ein Handpeeling oder so, weil meine Hände natürlich jetzt auch die Farbe annehmen werden. Aber so kann ich schon mal das in meinem Gesicht verteilen. Und das ist wirklich auch ein toller Primer-Ersatz. Mein Gesicht trinkt diese Creme. Also ich verwende die auch teilweise solo. Einfach, wenn ich nach der Arbeit mein Gesicht wasche. Und genau, dann mache ich das einfach als Primer-Ersatz drauf. Ne? Mega geil. Riecht auch angenehm. Also das riecht man. Diese Wirkstoffkosmetik ist halt auch eine ganz schöne Geschichte für die Haut, weil du kein Rampampam mit dabei hast. Ne? Und ja, dieser AHA Glow Booster gibt dem Gesicht halt auch nochmal diese Strahlkraft. Also, ne, finde ich total schön. Die Creme pflegt die Haut richtig toll. Und der Selbstbräuner Booster gibt der Haut ein bisschen mehr natürliche Bräune wieder, dass man halt nicht ganz so, ja, blass aussieht. Ne? Das finde ich immer ganz schön. So schaut das dann aufgetragen aus. Ich finde das schön, ne, mit diesem Glow. Macht wirklich das Gesicht ein bisschen frischer, ein bisschen feiner, ein bisschen ebenmäßiger. Eine wichtige Sache. Es gibt ja den Set-Konfigurator.
was ein Wort, wo man halt das so zusammenstellen kann, wenn du schon weißt, was du haben willst. Dann gibt es die Möglichkeit, in einem Produktberater so zu erfragen, wie auch immer. Du gibst die Bedürfnisse deiner Haut an und dann kannst du das individuell quasi auf dich zugeschnitten zusammen basteln lassen. Und das richtig Geile ist, das habe ich eben gemacht mit dem Handy, ich musste echt schmunzeln, weil das ist wohl neu, das ist diese KI, künstliche Intelligenz-Hautanalyse. Das heißt, du nimmst dein Handy, machst da ein Foto von dir oder so ein Selfie halt und dann sagt dir die KI-Hautanalyse, was da perfekt für dich wäre. Fand ich ziemlich witzig, hat bei mir auch 3 verschiedene Produkte vorgeschlagen. Das war tatsächlich einmal diese Creme, die hat er mir vorgeschlagen. Dann hat er mir aber auch dieses Augenlifting-Gedönsen empfohlen. Dankeschön. Und der sagt halt wirklich, wie so dein Gesicht beschaffen ist. Ne? Bei mir hat er gesagt, ich hätte eine Mischhaut, aber ich glaube, das hat dann vielleicht hier so durch diese Lichter ein bisschen was verfälscht. Aber ja, genau, deswegen hat er auch irgendwie so einen Lifting-Booster mir empfohlen, wobei ich den Anti-Age-Booster, diesen Age, ich vergesse den Namen immer, Lifting-Booster auch sehr, sehr gerne mag. Der ist aber schon leer. Genau. Ja, also ich kann auf jeden Fall dieses Set so als Sommer-Set, Sommer-Guten-Morgen-Set echt empfehlen. Aber denkt bitte dran, den Selbstbräuner nicht unbedingt pur aufzutragen, ihn auch mit Vorsicht zu genießen. Putz mir die Hände hier am Handtuch einfach mal ab. Und ja, auf jeden Fall mit dem Code CLAUDIESWELT30 kannst du da 30% sparen. Ich weiß, dass viele von euch das wirklich genauso feiern wie ich. Ich bin da wirklich überzeugt von. Das sind tolle Produkte, die halt mit einer schönen Wirkstoffkosmetik um die Ecke kommen, wo du halt nicht viele Inhaltsstoffe drin hast, wo du wirklich das hast, was deine Haut braucht. Also sehr Hautbedürfnis anpassend. Finde ich klasse. Deswegen auch vielen Dank an Beautymates für die wundervolle Kooperation. An dem Code verdiene ich tatsächlich auch nichts dran. Das ist einfach nur, den habe ich mit an die Hand bekommen. Den kann ich euch kommunizieren. Tobt euch aus, wie ihr lustig seid. Okay, etwas, was ich aber definitiv brauche, und das wäre tatsächlich auch eine große Bitte an Beautymates, das gegebenenfalls irgendwie als dritte Creme mit rauszubringen oder als einen Booster mit rauszubringen. Also die Booster sind ja dreimal so hoch konzentriert wie normale Serien. Das heißt, die gehen ein Drittel so schnell leer wie normale Gesichtsserien, so. Und genau, weil die halt sehr hoch konzentriert sind. Ne? Kannst auch als Kur anwenden, bla bla bla. Ihr wisst Bescheid, ich erzähle das immer wieder. Aber was ich halt mega vermisse, ist ein Sonnenschutz. Und ich brauche immer einen Sonnenschutz auf meinem Gesicht. Ich trage ihn zu jeder Jahreszeit. Und da verwende ich aktuell einen, den hatte ich in meiner, wie heißt das? Cult Beauty Bag mit drin. Das ist der Unseen Sunscreen von Supergoop. Hat nur einen Lichtschutzfaktor von 30. Aber ich wollte ihn trotzdem verwenden. Ne? Also ja, normalerweise nehme ich 50. Da habe ich zum Beispiel auch einen von Dalton. Da gebe ich mir jetzt nur so ein ganz kleines bisschen auf, weil der halt auch rauskommt wie ein richtiger, diese Gel-Primer, ne? So ein bisschen. Und hier steht auch extra drauf, dass man das als Primer verwenden kann. Und das trage ich dann einfach in meinem Gesicht auf. Normalerweise sollte man dann auch seine ganze Gesichtspflege, auch wenn sie Primer sind, Funktionen erfüllen soll, ein bisschen einziehen lassen. Das tue ich auch, denn ich habe jetzt ein Augenbrauenprodukt, aber da muss ich mir vorher einen Kaffee trinken. Das ist nämlich eine Brow Soap tatsächlich. So, die hatte ich in der Glossybox Dahlia Limited Edition. Da war ein Spoolie mit dabei und hier haben wir dann den Soap Booster. Noch ein Booster. Transparent, sehr witzig, von Browly. Man kann das auch auf Purish kaufen. Auf Purish. Ich habe sowohl Timestamps hier unten immer durchlaufen, dass ihr überspringen könnt, falls euch was nicht interessiert oder ich euch auf die Nerven gehe, weil ich zu viel Laberababer mache. Und ich habe euch in der Infobox auch die Sachen verlinkt. Wenn das zum Beispiel Sachen sind, die man bei Purish kaufen kann, da habe ich noch das ein oder andere Produkt hier nämlich auch stehen. Dann kannst du mit dem Code CLAUDIESWELT15, ist ein Affiliate-Code, verdiene ich tatsächlich eine kleine Provision dran. Kannst auch noch ein bisschen was sparen. Genau, und das ist einfach eine Augenbrauenseife. Ich kann jetzt entweder das Bürstchen ansprühen oder die komplette Seife. Ich sprühe jetzt einfach mal mein Bürstchen an und hoffe, dass es funktioniert. Nehme ich einfach ein Gesichtswasser, was ich gleich auch noch in Anwendung nehmen werde. Oh, das kommt gerade ganz kühl auf meinen Bauch hier drauf. Kannst du vor deiner Foundation machen oder danach, je nachdem, wie du so lustig bist und wie du dir selber so vertraust, dass du deine Foundation nicht versaust. Nehme ich mir ein Spiegelchen und dann kämme ich meine Haare schon mal so ein bisschen in Form. Ich muss echt aufpassen, denn durch das Augenbrauenserum, was ich verwende, sind die ganz schön lang geworden. Ich möchte aber nicht aussehen, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, einen Tag in der Wildnis verbracht. Also, dass es quasi ganz extrem absteht. Deswegen bürste ich die meistens immer so ein bisschen hoch. Und dann sehe ich ja auch, was richtig hoch steht. Aber ich will die nicht abschneiden, weil ich so froh und stolz bin, dass sie so lang geworden sind. Dann lege ich das so ein ganz kleines bisschen hin.
Ich weiß nicht, ob sowas wirklich irgendwann mal in meine Routine einziehen wird, aber ich finde es jetzt so, wie es ist, okay. Sagen wir, ich finde es okay. Es ist jetzt alles soweit auch eingezogen. Ja, ich glaube, so 5 Minuten habe ich jetzt gewartet. Normalerweise sagt man ja so eine halbe Stunde. Ich möchte aber trotzdem ja noch dieses klebrige Gefühl von der Pflege ausnutzen, weil es ja mein Primer-Ersatz ist. Ich habe von meinem Freund, ich glaube letztes Jahr zum Geburtstag, eine Foundation geschenkt bekommen, die ich auch letztes Jahr im Sommer dann nochmal ausprobiert habe. Und da war die mir auch zu dunkel. Von Elizabeth Arden, das Flawless Finish Sponge on Cream Make-up. Das ist dieses hier. Und er hat mir das in der Farbe, deswegen ein Herzchen drauf, ne? Das ist von meinem Freund. In der Farbe Gentle Beige 02 hat er mir das geschenkt. Ja, wunderschön, ne? Tatsächlich. Und ja, schaut so aus. Ist aber wirklich sehr dunkel, ne? Aber ich habe hier noch eine Stick Foundation gleich liegen, womit es vielleicht ein bisschen abgeschwächt werden könnte. Hier ist so ein Schwämmchen mit dran. Ich kriege das nicht sauber. Ich habe das schon ein paar Mal gewaschen. Und damit soll man das auftragen. Man sieht es halt, ne? Sieht fast aus, als hätte ich jetzt einen Blush drauf. Es macht ein Flawless Finish. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Aber ich glaube, die Farbe ist da wirklich, wirklich ein bisschen schwierig. Die Deckkraft ist eine ganz angenehme Kiste. Also nicht zu viel, nicht zu wenig, würde ich dazu sagen. Es war nämlich eigentlich ganz niedlich, denn ich hatte mir eine Foundation von ihm gewünscht. Und ich weiß gar nicht mehr, welche. Und die gab es wohl zu dem Zeitpunkt, wo er dort bestellt hat. Bei Look Fantastic hat er bestellt. Nicht. Und daraufhin hat er dann geschaut, tatsächlich auf der ganzen Look Fantastic Homepage, ob es irgendeine Foundation gibt, die die ähnlichen Versprechen macht. Also Feuchtigkeit spendend, Flawless Finish und so, ne? So süß. Und deswegen ist dieses Produkt eigentlich etwas, was ich möchte, dass es funktioniert, ne? Und ich will, dass es funktioniert. Ich will, dass es gut aussieht. Aber es sieht so rot in meinem Gesicht aus. Und deswegen verblende ich das selbstverständlich den Hals runter, damit es wenigstens etwas passt. Ich finde auch, dass die Foundation ein tolles Finish gibt, ne? Aber allein dieses, dass ich mir meinen Freund vorstelle, wie der bei Look Fantastic auf der Homepage in einem Bereich, was jetzt nicht, überhaupt nicht, null nada niente sein Metier ist, ne? Also dieses ganze Kram, was um mich herum ist, ist null im Interessensbereich meines Freundes. Dass er sich damit beschäftigt hat und dann wirklich auch in meine Welt eingetaucht hat, ist so dieses Herzensding. Und deswegen will ich die partout behalten und ich will, dass sie funktioniert. Und also weg werde ich die wahrscheinlich niemals geben, weil da einfach eine Herzensangelegenheit hinterhängt. Also wenn man das so sieht und meinen Körper nicht sieht, denkt man sich, ja, es sieht doch gut aus, ne? Ist ein gutes Ergebnis, sieht schön im Gesicht aus. Und dann kommt der Körper und denkt sich, nope. Leider nein, leider gar nicht. Hier hat man auch einen Spiegel mit drin, das finde ich auch schön. Ich verwende jetzt aber noch ein zweites Schwämmchen, denn das ist auch out of my comfort zone, dieses Fizzelvieh. Das ist ein Silly Sponge, The Amazing Silly Sponge, die neue Make-up-Revolution. Was ich halt praktisch finde bei einem Silly Sponge, ist, dass er kein Produkt aufsaugt und so, ne? Und eigentlich eine ganz schöne Sache sein kann. Es fühlt sich an wie so ein... Ich habe noch nie ein Silikonpad für Hupis in den Händen gehalten, aber ich stelle mir das so vor. Und ja, und das verwende ich jetzt auch nochmal. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ne? Aber um das Ganze nochmal einzuarbeiten... Es fühlt sich super merkwürdig an. Aber ich habe euch gesagt, als ich das beim Unboxing ausgepackt habe, dass es auf jeden Fall in mein Fullface, out of my comfort zone, Fullface, merkwürdige Make-up-Produkte mit reinkommt. Ich weiß immer noch nicht, wie ich dieses Video nennen werde. Mal gucken. Ihr habt es ja schon gesehen. Ich muss mir da noch Gedanken machen. Es fühlt sich an, als würde ich mich so bashen mit irgendwas, ne? Ganz merkwürdig. Eine merkwürdige Kiste. Kannst du natürlich 1A sauber machen, ne? Das steht außer Frage. Ja, komm. Sagen wir mal, es sieht gut aus. Es hat auch nichts gekrümelt oder sonst irgendwas. Also eigentlich eine ganz, ganz tolle Foundation. Ich behalte die definitiv und sie kommt auch in die Herzchenverpackung zurück. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, wie man so ein Sponge wieder sauber bekommt... Schreibt mir das gerne. Ich versuche das immer ganz normal, wie ich auch meine Schwämme sauber mache. Sprich mit Seife und mit Wasser. Und dann schrubbern.
Stick Foundation nicht. Aber ich habe einen Stick Concealer, den ich gerne verwenden möchte. Das ist von Benefit, der Boeing Hydrating Concealer. Gut, Hydrating Concealer ist natürlich absolut innerhalb meiner Komfortzone, weil ich sowas brauche, weil ich das schön finde und jetzt gerade im Sommer auch sehr angenehm finde. Hier haben wir nämlich außenrum Pflege und in der Mitte haben wir einen Farbpunkt. Aber ich finde, ein Stick Concealer ist noch so ein bisschen was anderes, was nicht unbedingt innerhalb meiner Komfortzone liegt. Nummer 1 ist die Farbe. Und den trägt man sich halt einfach, ja, das sieht aus wie ein Lippenpflegestift, fühlt sich auf der Haut auch so an, als würde ich das so auftragen, ne? Einfach hier so drunter und der soll halt richtig schön Pflege geben. Ich verwende übrigens heute die Pinsel von Luvia mit Luisa Crescion, also das ist so, dass ich wenigstens etwas habe, woran ich mich entlanghangeln kann und was halt so innerhalb meines normalen Gebrauchs liegt. Ich habe jetzt hier dann den ganz normalen Mini Crease Long Blendepinsel. Damit verblende ich gerne Concealer unter meinen Augen. Eben mit solchen Arten von Pinseln und arbeite das ein. Ist jetzt auch kein Concealer, den ich nur punktuell auftragen würde. Also den gebe ich mir auch komplett unter und über meine Augen drüber. Concealer, die sehr deckend sind, gebe ich mir nur punktuell im Innenwinkel auf. Hier außen und ein bisschen auch hier unten drunter, weil das ein schöneres Ergebnis gibt. Kann man sowas auch mit einem Silly Sponge einarbeiten? Also ich habe das jetzt, wie gesagt, nur mit dem Pinsel eingearbeitet. Und dann versuche ich es mit dem Silikonschwämmchen. Och, das geht aber wirklich. Ich hätte mir das wirklich mit diesem Schwämmchen deutlich schlimmer vorgestellt, als dass es das gerade macht. Ne? Wirklich toll. Genau. Ich gebe mir das jetzt auch unter meinen Mund. Hier an meine Mr. Fried und Freund, Familie, deckender als ich dachte, ne? Also der deckt es nicht komplett ab, aber macht das schon ganz nice. Ey, ohne Witz. Auch die Foundation. Ich darf nicht zu tief gucken, weil ich da meinen Hals sehe, also mein Dekolleté, aber ansonsten bislang doch eine gute Kiste hier auf meinem Gesicht. Sehr feuchtigkeitsspendend das Ganze. Und eine schöne Base für alles andere, was jetzt kommt. Denn jetzt gehen wir noch viel, viel weiter weg von meiner Komfortzone. Also das Ding kann ich voll empfehlen. Geiles Teil. Ich musste gerade gucken, ob ich Licht anhabe. Weil irgendwie sieht das hier so dunkel aus. Nö, ist gut. Läuft. Sehr viele Cremeprodukte werde ich jetzt verwenden. Weil alles, was Cremeprodukte sind, befindet sich außerhalb meiner Komfortzone. Also, ich wünsche, ich wünschte, das wäre irischer Kaffee, ihr wisst Bescheid, ne? Mm. Ja, okay. Die hatte ich in einem Adventskalender und habe mich bis jetzt davor gescheut, sie zu verwenden. Ich glaube, das war in dem Parfüm Dreams Adventskalender von Bella Pierre Cosmetics, die Contour and Highlight Cream Palette. Also ich weiß nicht, Cream Contouring ist jetzt ja schon ziemlich lange nicht mehr so super angesagt. Oh, jetzt habe ich da einen Ditcher reingemacht. Herzlichen Glückwunsch, Claudinchen. Jetzt hast du offiziell die Palette in Benutzung genommen. Ich entferne die Folie, die sogar noch drauf ist, ne? Also, ich habe sie nicht mal geswatcht. Habe ich mich jetzt dreckig gemacht? Nein, alles gut. Sechs verschiedene Farben. Alles Cremefarben. Schöner großer Spiegel mit dabei, das läuft. Und hier haben wir in dem Luvia Luisa Pinselset den E205 Classic Contour Pinsel. Also der ist dafür gemacht. Ich will jetzt echt nicht zu rot werden. Hier ist irgendein Krümmel dran. Ich habe Angst. Ich versuche mich an dem Ton. Komm, was soll's. Naja, oh, sehr rötlich. Ich nehme jetzt einen Stippling Brush. Das ist der auch von Crash, ne? E210 Stippling Brush. Damit kriegst du es nämlich ein bisschen softer. Menno. Okay, muss ich dann wirklich in den dunkelsten Ton? Aber der ist doch zu hardcore. Wenn ich den ganz vorsichtig auftrage, sieht wie Schmutz aus. Ja. Nee. Begeisterung sieht anders aus. Nee, oder? Also ich habe das jetzt hier so ein bisschen gemacht. Das hier so ein bisschen gemacht. Ist ja auch so ein Highlight-Ton mit dabei. Das heißt, ich mache den Pinsel hier mal am Handtuch neben mir ein bisschen sauber, den Contouring-Pinsel, um hoch, ich wollte jetzt nicht meinen Tisch runterhauen, um hier so meine Kante ein bisschen zu definieren. Das ist ja dieser gelbe Ton. Den mische ich mir ein bisschen mit dem Peachy-Ton. Hätte ich eigentlich besser mit dem hier machen können, ne? Ich mische sie mir alle. Komm, was soll der Falschreiz? Und setze mir den hier so hin, um das Ganze wieder ein bisschen aufzuräumen.
Also ich muss sagen, ohne dieses ganze Gebämse mit dieser Kontopalette finde ich das oder fand ich das von der Base her viel schöner. Einfach nein. So, schön. Creme Blush habe ich von Make-up Obsession, habe ich mir, glaube ich, auch tatsächlich extra mal gekauft als ungewöhnliche Produkte austesten. Gibt es bei Cosmetic for Less. Cheek and Lip Duo, kannst du dir auch auf Lippen machen, habe ich jetzt in der Farbe Just My Type, das ist dieses hier. Das ist halt so ein richtiger Stick, ne? Hat was ein bisschen von diesem Milk Stick. Ja, den kann ich mir theoretisch direkt aufs Gesicht geben. Muss ich nur aufpassen, dass ich meine Foundation nicht irgendwie dadurch abtrage oder so. Und dann nehme ich mir halt wieder diesen Stippling Brush und arbeite das ein. Eine schöne cremige Geschichte, der halt alles so ein bisschen intensiviert, auch vom Blush-Effekt her. Und auch der gefällt mir. Doch, der ist ein bisschen intensiver von der Pigmentierung her, lässt sich aber durch diesen Stippling Brush schön ausblenden. Ich gehe auch gerne immer so ein bisschen über die Nase, deswegen ziehe ich das mittlerweile, also mein Blush ziehe ich wirklich von hier rum, über die Nase und dann hier weiter. Also wenn ich mir theoretisch so meine Zonen im Gesicht mal anmalen würde, und zwar extrem, müsste ich wirklich mal machen, ne? Wie ich mich schminke, würde sich jeder kaputt lachen. Ich trinke mir aber noch einen Schluck Mutkaffee, weil irgendwie, wenn ich hier so auf meine Zukunft schaue, was hier auf meinem Tisch noch steht, habe ich Angst. Schwärze sich eben, dass der Bronzer zu rötlich ist und trägt dann den Blush genau da auf. Manchmal weiß ich auch nicht, was in meinem Kopf so abgeht, aber ich habe an meiner Nase ein bisschen zu tief verblendet. Das sieht jetzt aus wie Schnupfen. An dem Silly Sponge war noch ein bisschen anderes Produkt dran, sodass er das jetzt so überdecken kann. Und das hat sich gereimt. Yay! Yeah. Auf jeden Fall habe ich damit das Kontur-Desaster so ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen. Aber das ist ein krasses Ding. Kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr Creme Blushes mögt und nicht so allzu viel Geld wie für Milk oder so ausgeben möchtet. Da hat Make-up Obsession schöne Produkte rausgebracht. Doch, das ist ein schöner Stick, ne? Ja. Immer noch nicht genug mit Creme-Produkten. Hier habe ich von Bell Hypoallergenic oder Hypoallergenic Bell. Ich weiß nicht, warum man das genau aussprechen sollte. Den Liquid Glow Highlighter Intense Shine. Und kann ich nie lesen. 23 Gramm sind da drin. Das ist ein Oschi, ne? Also damit kommst du dein ganzes Leben aus. Ich habe die Farbe 001 Champagne, aber wenn ich mir das so angucke, meine lieben Freunde und Freundinnen, oder andersrum, Freundinnen und Freunde, das ist doch niemals Champagner. Das ist Rose Gold, Rosé Gold. Sowas muss man immer schütteln. Immer, immer, immer schütteln. Dann hat man eine Pipette. Es ist sehr intensiv, hat aber angenehme Glitzerpigmente da drin. Die sind nicht allzu grob. Es ist schon hardcore, ne? Das ist metallisch. Doch. Aber ich mag das. Tatsächlich mag ich das gerne, weil gleich kommt ja eh noch Puder drüber. Puder schwächt immer noch so ein bisschen was ab. Holla, die Waldfee. Jetzt sehe ich aber echt aus wie der Zinnmann. Mega. Mag ich. Also das ist Glow, den ich liebe. Und deswegen, das ist ein schöner Highlighter. Und holla. Ja, sie hat sehr viel gehighlightet, aber ich mag Highlighter halt gerne. Hm. Kommt nachher noch ein krasserer Highlighter on top. Als Lidschattenbase verwende ich ein Produkt, was eigentlich ein Creme-Lidschatten ist, aber eigentlich ist es gar nicht so out of my comfort zone, weil man kennt es. Das ist der MAC Paint Pot, ne? Viele kennen das als Lidschattenbasis. Habe ich in der Farbe Painterly B20. So schauen die MAC Paint Pots ja aus. Und die sind in so einem kleinen Pöttchen drin. Und das gebe ich mir jetzt komplett auf meine Augen drüber. War das Deutsch? Keine Ahnung. Ich nehme mir dafür den E323 Smudger, genau. Und der passt farblich zu meinen Augenlidern sehr, sehr gut. Also, ne, das mag ich. Tada! Die Basis ist geschaffen und ich glänze wie eine Speckschwarte. Das mag ich aber gerne, wenn es so aussieht, bevor ich Puder auftrage. Weil es gibt meinem Gesicht halt Leben, ne? Und je älter man wird und desto mehr Falten man bekommt, desto netter werden diese ganzen cremigen Base-Produkte sich einfach im Gesicht machen. Und desto mehr greife ich auch danach. Ist auch halt so ein bisschen innen gerade, aber es kommt mir sehr gelegen. Um alles miteinander verschmilzen zu lassen, verwende ich ein ganz klassisches Gesichtsspray eigentlich, ein Gesichtspflegespray. Man kann natürlich auch dieses MAC Fix Plus nehmen oder man kann das Balea Wasserspray nehmen oder so. Damit verschmilzt wirklich alles schön. Ich habe hier von La Vera Naturkosmetik aus einer Box, da war das auf jeden Fall drin, dieses Spray. Und dann gehe ich damit einfach so mal hin
Normalerweise würde ich jetzt mit dem Schwämmchen das einarbeiten. Ich habe mir jetzt hier noch ein Backup-Schwämmchen hingelegt, Leute. Für den Fall der Fälle. Jetzt ist der Fall der Fälle. Ich gehe jetzt einfach mit dem Schwämmchen drüber, damit es halt wirklich in die Haut eingearbeitet wird. Denn da traue ich jetzt dem Silikonschwämmchen nicht. Mit frischem Akku sind wir wieder am Start. Mein Freund hat mir gerade gesagt, dass er am Schnitzelbraten ist. Also gibt es gleich was zu essen. Das heißt, ich sette jetzt einfach mal mein Gesicht und dann machen wir danach weiter. Für euch geht es ja ganz normal weiter. Von Benefit, The Professional Shine Vanishing Pro Powder. Das ist dieses Produkt. Und das ist einfach, ich finde es anders. Ne? Es ist halt nicht so ein klassisches, loses Puder, sondern es sieht aus wie ein, keine Ahnung, To-Go-Drink. Und dann dreht man das auf und dann gibt man sich ein bisschen was in den Deckel rein. Ich finde das Puder ein bisschen zu grob und es ist halt auch gefärbt. Man hätte hier theoretisch auch noch ein Pinselchen mit drin. Ja, bin ich aber nicht so ultra Fan von, weil der doch sehr, sehr pieksig ist. Ne? Also das ist nicht schön, also für mich nicht schön. Das heißt, ich nehme jetzt einen Highlighter-Pinsel zuallererst, um unter meinen Augen zu setten. Das nimmt halt den Glanz runter, ne? Deswegen bin ich sehr froh, dass ich so viel Glanz auf meinem Gesicht drauf habe. Ansonsten wäre mir das dann zu matt. Das gibt einen schönen Effekt. Also das macht so einen Blurring-Effekt mit dabei. Der Eiermann. Der Eiermann kommt. Der Eierwagen fährt hier rum. Es ist Samstag. Samstags kommt um 13 Uhr immer der Eierwagen. Herzlich willkommen, das Leben auf dem Land. Genau, und hier haben wir halt das mattierte Ergebnis, aber der Highlighter kommt noch schön durch. Und hier haben wir noch das sehr, sehr glowige, was ich eigentlich auch gerne mag. Aber dann seht ihr, was ich meine, dass man, wenn man danach abpudert, auf jeden Fall unten drunter die ganzen Geschichten gerne kräftiger gestalten darf. Ja, dadurch, dass das Puder eine leichte Färbung hat, kann ich meinen Hals tatsächlich jetzt endlich an meinem Gesicht angleichen und das sieht irgendwie sehr dunkel und gelb gerade aus. Farben in der Kamera können gelber erscheinen, als sie es in der Realität sind, Leute. Ne? Lasst euch davon nicht abschrecken. Ich darf mich auch nicht davon abschrecken lassen. So, jetzt haben wir einmal das Gesicht gesettet und ich finde es halt auch wichtig, das Gesicht, also für mich persönlich ist es wichtig, das Gesicht zu setten, weil wenn ich jetzt gleich mit pudrigen Texturen drüber gehe, verbinden die sich besser damit. Ansonsten kann das schnell fleckig wirken. Das finde ich dann unschön. Ich muss meinen Kaffee noch auftrinken, bevor wir gleich Mittag essen. Oh, der ist auch kalt. Egal, komm, wir versuchen es jetzt nochmal mit Blush Bronzer Highlighter. Von Avon True hatten wir, glaube ich, mal in der Glossy Box das Produkt drin. Das sind nämlich Bronzer Perlen. Verwende ich eher weniger, eher selten. Und jetzt sind wir da und verwenden die. Genau, hat so ein Stopper-Vieh mit drin. Die haben schon eine schöne Farbe, ne? Und ich finde es halt schwierig, wenn ich da mit meinem Pinsel reingehe. Die wollen immer in meinen Pinsel reingehen. Ihr dürft da nicht reingehen. Und dann bronzen wir einfach mal das Gesicht. Also die Farbe mag ich gerne. Es schmiegt sich schön an. Es ist sehr, sehr leicht, ne? Also ein recht dezenter Bronzer. Vor allem, wenn man bedenkt, wie gelb ich mein Gesicht jetzt mittlerweile gemacht habe. Wobei es eigentlich geht, ne? Es wirkt halt jetzt im Display so extrem gerade. Ja, aber ansonsten ist das ein schöner, leichter Bronzer. Kann man machen, ne? Jetzt mit allem so zusammen sieht es schön aus. Aber gefällt mir definitiv besser als diese cremigen Geschichten, die ich halt vorher drauf gehabt hatte, so, ne? Und das macht einen viel schöneren Effekt auf meiner Haut. So, als Blush habe ich ebenfalls ein Produkt, was von der Konsistenz her nicht so ganz meins ist. Und zwar ist es ein loser Blush von Bare Minerals in der Farbe Golden Gate habe ich den. Der ist auch, also so ein kleiner ist es einfach. Hat hier im Adventskalender drin. Ja, ne? Hat einen Schimmer mit dabei. Aber allein, dass er mir hier schon halb entgegenkommt, geht mir auf die Nerven. Das finde ich immer ein bisschen unpraktisch. Die Farbe ist intensiv. Ist eigentlich eine schöne Farbe, dieses Rosenholz. Ah, der ist irgendwie, ja, wahrscheinlich durch diese ganze dunkle Base, die drunter ist, eher weniger sichtbar, ne? So witzig. Ich habe mir eben so krassen Blush aufgegeben und der ist einfach weg. Wow. Ich finde, dass das sehr, sehr frisch aussieht alles. Dadurch, dass ich halt diese cremigen Texturen unten drunter habe, es wirkt alles recht natürlich, auch wenn die Farben jetzt nicht unbedingt natürlich auf meinem Gesicht wirken. Aber so im Gesamtkonzept, im Gesamtbild, es sieht wirklich gelb in der Kamera aus, aber es sieht nicht so gelb in der Realität aus. Es gefällt mir eigentlich. Vielleicht kann man das so ein bisschen besser sehen, dass dann, ja, so stellt die Kamera das nicht ganz so ultra gelb, ne?
Es sieht alles sehr ebenmäßig aus, sehr glowy, was ich total gerne mag. Also das ist schon ein schönes Finish, ne? Vom Gesamtkonzept gefällt mir das. Und jetzt kommt der Highlighter. Da habe ich von Luisa Crashen, also oder von Crash, ist ja mit ihrer Schwester auch zusammen, die Christine. Genau, das ist ein loses Produkt, was dir nicht nur dir dein Leben lang reichen wird, sondern auch deiner Tochter und deiner Enkeltochter und Enkelsohn und deinem Sohn und allen möglichen Leuten, weil da ist super viel Produkt drin. Du brauchst echt nicht viel. Ich dippe nur ganz vorsichtig rein, trage mir den hier ja nochmal on top drüber und der knallt, ne? Der basht wirklich alles weg. Das ist Wahnsinn, wie schön dieser Highlighter ist. Der ist nass und der knallt. Ich mag das. Mega. Also das ist kein Highlighter, wo du sagst, oh, den baue ich mir subtil auf. Also subtil kannst du hiermit eigentlich nicht. Und ich war ja schon vorher so glowy. Und jetzt bin ich die Sonne selbst. So, ja, lecker gegessen. Oh, das war so lecker. Schnitzel mit grüner Soße. Ich glaube, nee, ich habe eben noch im Spiegel geguckt, aber eigentlich dürfte ich jetzt nichts Grünes mehr zwischen den Zähnen haben. So, kommen wir jetzt zu der Weiterführung meiner Augenbrauen. Etwas, was ich super, super selten verwende, ist eine Augenbrauenpomade. Und da habe ich von XX Revolution die Brow Pomade in der Farbe Blond. Das ist dieses Produkt. Und ja, wie gesagt, sowas verwende ich jetzt nicht super häufig, deswegen ist das für mich vollkommen out of my comfort zone. Ich habe das Produkt schon ziemlich lange da und ihr seht, wie häufig ich das verwendet habe. Sehr selten. Brow Liner E427. Und dann fülle ich damit jetzt einfach mal meine Augenbrauen ein bisschen auf. Ich mache das sehr, sehr vorsichtig. Lassen wir das jetzt einfach mal so mit den Augenbrauen und mit dem, was da so drauf ist. Und gehen weiter zu dem Lidschatten. Bei Lidschatten habe ich auch wieder was ganz Spezielles, weil für mich sind normale Puderlidschatten in allen möglichen Formen und Farben tatsächlich etwas, was ich als nicht out of my comfort zone bezeichnen würde. Also ich mag super gerne jede Farbe benutzen. Also wirklich. Bis auf Grau. Das ist jetzt nicht so unbedingt meine Welt. Etwas, bevor ich aber schreiend davonlaufe, sind normalerweise Creme-Lidschatten. Und da habe ich in einer Beauty-Box, ich glaube in einer Glossy-Box, hier mal drin gehabt, von Model Co. einen. Das ist so ein Cream-Eyeshadow. Und den gebe ich mir jetzt auf. Wollt ihr eigentlich näher ran? Ich glaube schon, oder? Das kommt halt hier mit so einem Applikatorfüßchen raus. Und ich guck mal, wie das so funktioniert. Ich gebe mir hier so ein bisschen was auf mein bewegliches Lid. Sowas trocknet ja immer recht schnell. Dann nehme ich hier auch wieder den Smudger, den ich eben verwendet habe, um meine Lidschattenbase aufzutragen. Und verteile mir das relativ grob und weit. Und dann tupfe ich das wirklich so ein, damit es auch so, ne, quasi verblendet ist. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Dann noch ein Bronzer da in der Lidfalte. Dann hätte ich da auch nichts drum bei. Macht einen ganz, ganz leichten Effekt. Simple Lidschattenlooks sind außerhalb meiner Komfortzone, kann man das so sagen. Irgendwie schon, ne? Aber kann man auf jeden Fall machen. Und dann verwende ich hier von By Terry. Das ist auch ein Creme-Lidschatten, aber einer, den ich halt auch sehr gerne im Alltag, muss ich ehrlich sagen, verwende. Weil der so simpel ist. Das ist nämlich so ein Stick. Den dreht man einfach hoch. Und dann kann man die zum Beispiel hier unten verwenden, aber auch hier am äußeren V. Und den werde ich mir auch gleich in die Lidfalte so ein bisschen einblenden. Der hat zwar einen Schimmer mit drin, was jetzt am unteren Wimpernkranz nicht so häufig verwendet wird, ne? Aber ich finde, das macht einen schönen Look. Ich muss immer aufpassen, dass mir sowas nicht in die Lidfalte reinrutscht. Durch das Schlupflid, das leichte, was ich habe. Hier außen tupfe ich mir den so ein bisschen ein und blende den auch ein bisschen im äußeren Drittel zurecht und dann tupfe ich den auch so ein bisschen oberhalb meiner Lidfalte, um halt Definition reinzubringen. Das ist simpel, ne? Es ist übrigens auch außerhalb meiner Komfortzone, auf einer feuchten Base zu arbeiten, denn normalerweise sette ich immer meine Base, weil ich ansonsten finde, dass ich halt die Lidschatten nicht so verblenden lassen. Wenn man aber mit Creme-Lidschatten arbeitet, so wie ich das jetzt gerade mache, geht das klar. Das wäre jetzt so ein ganz leichter, smoky Glam-Look, würde ich jetzt einfach mal so dazu sagen. Aber wir sind mit den Augen noch lange nicht fertig. Denn es gibt auch Eyeliner, die jetzt nicht unbedingt innerhalb meiner Komfortzone liegen. Suva, die UV Taffys Palette. Da habe ich euch auch schon einen mega krassen Look mitgeschminkt. Ich finde, dass solche Produkte nicht unbedingt das sind, wo ich im Alltag zugreife. 5 wunderschöne, strahlende Farben, die man einfach mit Wasser aktivieren kann.
Da mein Kaffee leer ist, muss ich euch anhand meiner wunderschönen Waterdrop-Flasche einfach mal daran erinnern, ebenfalls vielleicht auch ein bisschen Wasser zu trinken, denn Wasser ist wundervoll, weil es euch von innen strahlen lässt, weil Haut braucht Wasser von innen. Also gönnt euch. So, ich nehme jetzt hier von Lavera das Hydro Sensation Spray auch wieder. In diesen Deckel sprühe ich einfach ein bisschen was rein, weil das werde ich gleich verwenden, um halt mit meinem Malkasten hier rumzumalen. Und jetzt überlege ich hart, welche Farbe ich nehme. Ich glaube, etwas, was nicht so häufig bei mir in Anwendung kommt, ist Blau und Gelb eigentlich, ne? Also ich glaube, ich arbeite jetzt mit Blau und Gelb, aber dann eigentlich auch mit Grün. Zuallererst mit Blau. Bin jetzt mit dem Pinsel hier einfach reingegangen und wie man halt Wasserfarben malt, swirle ich in dem Blau rum. Da ist auch ein Spiegel in der Palette drin, den könnte ich jetzt eigentlich auch nutzen. Und dann ziehe ich mir jetzt einen blauen Eyeliner. Dieser Pinsel ist halt einfach super geil, ne? Weil er so schön lang und spritzig ist, genau. Präzise und spitz. Theoretisch kann man damit auch super präzise malen. Oh, die Sonne kommt raus. Ja, ich habe es jetzt nicht so ultimativ krass gut hinbekommen, aber es ist ein Eyeliner, der irgendwie so ein bisschen, ja, weil irgendwie will der hier ja auch nach unten abhauen und der auch so ein bisschen. Und dann geben wir ihm doch einfach mal die Bühne, die er gerade haben möchte. Und ein Eyeliner ist auch etwas, was ich eher selten anwende, ich aber nur so bis zur Hälfte. Ne, dann sieht das ein bisschen fancy aus. Dann verbinde ich das auch mit dem Eyeliner von oben so ein bisschen, dass ich hier dann dieses Lila so ein bisschen in das Blau reinfließen lasse. Dann sieht das auch so aus, nicht als hätte ich quasi mit dem Eyeliner falsch gezogen, sondern als müsste das sogar so. So ist es auf jeden Fall ein Look, der nicht unbedingt innerhalb meiner Komfortzone liegt, auch wenn ich mir natürlich jeden Tag einen Eyeliner ziehe. Natürlich vor allem, aber ne, jeden Tag ziehe ich mir einen Eyeliner. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jeden Tag tragen würde. So ein blauer Eyeliner und dann nach unten ein lila Eyeliner. Die Sonne kommt raus. Ich habe aber noch einen Eyeliner, was ich safe sehr selten verwende. Das war in meinem Haar- und im Adventskalender, ich glaube von 2019. Es ist ein Glitter-Eyeliner. Glitter-Eyeliner und ich sind nicht die allerbesten Freunde. Aber heute kommt er zum Einsatz. Und zwar nicht wie gewohnt hier auf der Eyeliner-Linie, sondern ich mache mir den so als Cut-Crease-Eyeliner quasi mit rein. Passt das zusammen? Ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall besonders aus. Weil sowas trage ich selten. Und irgendwie sieht das so richtig Liner-mäßig aus. Also, weil es ist ja auch ein Eyeliner. Gefällt mir. Tatsächlich gefällt mir das. Ist auf jeden Fall mal ein Look, den ich jetzt nicht so häufig schon getragen habe. Und mir gefällt das. Auch mit diesem Glitzer mit dabei. Also, mir fehlt ein bisschen Kabuff-Kabäm durch Lidschattenfarben und so, ist klar, ne? Und da ich halt kein Fan von Creme-Lidschatten bin, habe ich da auch nicht so die Ultra-Farbauswahl von. Aber mit dem, was ich habe, finde ich, habe ich doch ganz gut was hinbekommen. Ja, das Fixing Spray, was ich habe, das ist von Love, finde ich einfach aufregend, weil es aussieht wie ein Deo und deswegen habe ich das jetzt als Fixing Spray mal mit reingenommen. Finde ich aber total geil. Also das hat halt so einen Continuous Sprühstoß. Sehr sanft, sehr geil, sehr angenehm. Und auch das tape ich mir jetzt ein. Dann machen wir mal weiter mit etwas, was ich machen muss. Und zwar erstmal die Wimpern biegen mit meiner Wimpernzange. Und jetzt verwende ich etwas, was ich halt relativ selten verwende. Und zwar eine wasserfeste Mascara. Bin ich eigentlich kein Fan von. Auch wenn ich dadurch, dass ich leichte Schlupflider habe und sehr lange Wimpern mittlerweile durch das Wimpernserum. Vielen Dank, Purish. sehr lange Wimpern habe und so, dass es halt oben sich gerne mal anditscht. Aber durch die Technik, wie ich meine Mascaren auftrage, passiert mir das tatsächlich im Laufe des Tages nicht so unbedingt, dass ich dann damit Probleme bekomme. Also greife ich eher weniger zu wasserfesten Mascaren, weil ich nicht gerne mag, die abzuschminken. Das dauert immer so eine ganze Weile. Auch wenn meine Abschminkbalms, die ich so verwende, echt gut sind. Aber egal. Paradise Ecstatic von L'Oreal ist hier die Mascara meiner Wahl. Und die werden wir jetzt mal ausprobieren. Die hat halt dieses ganz klassische erdnussförmige Bürstchen. Oben dick, unten dick, in der Mitte eng zusammengehen oder schmal zusammengehen. Das ist ein Kunsthaarbürstchen. Und ja, ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die macht ja Wimpern. Das ist ja der Wahnsinn in Tüten, oder?
Also vor allem das Auge geht ja ab wie ein Zöpfchen. Ja, ich bin begeistert. Ich meine, ich mochte damals die Paradise Ecstatic von L'Oréal auch sehr, sehr gerne. Die wurde dann abgelöst von der eher Volume-Mascara tatsächlich. Wow, aber die wasserfeste Variante, die hat echt was drauf, ne? Ich bin gerade ein bisschen begeistert. Natürlich, ja, ich benutze ein Wimpernserum. Deswegen sind meine Wimpern so lang, wie sie sind. Ansonsten wären sie nicht so lang. Wir müssen da wirklich mal ehrlich sein, ne? Aber so gefällt mir das. Das ist schon krass. Vor allem dadurch, dass ich ja diesen soften Liner-Look gemacht habe, habe ich irgendwie so, so Linien und so. Und dadurch, dass ich dann auch so lange Wimpern jetzt dazu habe, sieht das sehr, sehr passend aus. Das gefällt mir. Ich finde es irgendwie gerade ganz cool, dass ich mir goldene Haarspangen, da einen goldenen Stecker, silberne Ohrringe und goldenen Schmuck umgelegt habe. An den Händen dann vorwiegend Silberschmuck. Ja, das ist alles silberfarben, ne? Aber irgendwie finde ich, passt das gerade sehr, sehr gut zu diesem außergewöhnlichen Klimbim. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, weil ich habe noch meine Lippen vor mir. Etwas, was vollkommen außerhalb meiner Komfortzone liegt, ist ein Liquid Lipstick. Und da habe ich einen von Ofra hier. Das ist in der Farbe Story, der Long-Lasting Liquid Lipstick. Für die Lippenkontur verwende ich von Nabla den Close-Up Lip Shaper in der Farbe Nude 4. Weil das brauche ich auf jeden Fall bei Liquid Lipstick. Ansonsten habe ich ein Problem. Ja, das sieht schon mal 90er aus, ne? Man kann es nicht anders sagen. Die Nabla Liquid Lipsticks sind schon sehr, sehr deckend. Und es sieht auch super schön aus. Also ich mag das. Ich mag es auch, dass es diesen leicht gräulichen Unterton hat. Und dass es dann auch schon wieder sehr besonders aussieht. Und dadurch, dass es eigentlich überhaupt nicht zum Look passt, passt es dann zu meinem Konzept, zu dem kompletten hier gerade. Und ja, irgendwie ist die Kette ein bisschen zu weit. Die muss ich mir gleich noch ein bisschen kürzer anlegen. So. Ja, aber das wäre jetzt tatsächlich mein kompletter Look mal mit den Produkten, die mich aus meiner Komfortzone herausgebracht haben. Und ihr seht so im Gesamtkonzept. Kann das eine schöne Geschichte werden? Man muss sich halt nur mal trauen. Man muss auch mal so ein bisschen über den Tellerrand drüber schauen und ja, einfach mal ausprobieren. Und das ist etwas, was ich gerne hier mit diesem Video und eigentlich auch prinzipiell auf meinem Kanal verbreiten möchte. Einfach diese Experimentierfreude. Mir hat es richtig Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich. Aua. Jetzt habe ich meine Lippe angehauen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkis aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.